Wie groß schätzen Sie denn aktuell die nukleare Gefährdung ein? Ich achte die für relativ gering ein. Es macht militärisch keinen Sinn, jetzt auch nur eine taktische Nuklearwaffe einzusetzen, also eine Nuklearwaffe mit niedriger Sprengstoffkapazität. Es ist meines Erachtens nach so, dass die russische Seite immer wieder Andeutungen macht in dieser Hinsicht, um Unsicherheit und Angst zu verbreiten in den Bevölkerungen des Westens. Vielleicht mit dem Ziel, dass man sich erhofft, dass dann mehr und mehr Bürger im Westen sagen, zu ihren Regierungen sagen, geht nicht so weit, eskaliert nicht weiter, gebt nach, ansonsten droht uns der nukleare Krieg und das heißt die Vernichtung unseres Lebens.